Hallo zusammen, es ist wieder Sonntagmorgen und somit steht eine weitere Rezension von Perry Roland der Erstauflage an. Diesmal geht es um dieses Heftchen. Michael Markus Turner, Die dunkle Schwere, das ist Perry Roland Nummer 3061. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, diesen Roman habe ich quer gelesen. Das hat mehrere Gründe. Zwar einen einzigen Grund im Prinzip. Wenn man mit einer Geschichte anfängt, dann muss einen im Prinzip dieser Anfang auch fesseln. Und dieser Anfang war leider so, dass ich gesagt habe, boah, nee, auf dieses Plotmuster habe ich keine Lust mehr. Es geht wieder um einen übermächtigen, mysteriösen, nebulösen Geist, der die komplette Technologie der Milchstraße, die gesamte Entwicklung einfach egalisiert, belanglos macht. Und die Befürchtung ist natürlich am Anfang, dass das so läuft, wie es schon öfter gelaufen ist, dass diese übermächtige, überbordende, irgendwie mysteriöse, nebulose Geschichte sich am Ende als komplett banal, belanglos und irrelevant herausstellt. Am Ende des Romans war es natürlich alles andere als irrelevant. Und ich muss sagen, ich habe den Charakter Sassebecker, er kam irgendwie bekannt vor. Ich wusste aber ums Verrecken nicht mehr, wer da ist. Ich hatte ganz, ganz am Anfang natürlich halt aufgrund der Darstellung, wie er dargestellt wurde, natürlich so ein bisschen Robert Corvos Schwertfeuersager im Kopf, wo halt so ein Feuerdämon einen auf der Schulter sitzt und dann quasi einen bearbeitet. Das Bild passt gut. Ich hoffe, die beiden haben sich da abgesprochen. Es ist natürlich so, dass die Darstellung des Sassebeckers an der Stelle natürlich jetzt ein Persume ist. Das heißt, wir haben natürlich die Kandidatin Fatum dran. Und das wird auf den ersten paar Seiten erzählt. Das heißt, an der Stelle ist schon klar, die Kandidatin hat ihren Fuß in der Tür. Das Schiff ist übernommen. Relativ sang- und klanglos. Wenig Widerstand, was an der Stelle dann schon wieder sehr, sehr unglaubwürdig ist. An der Stelle habe ich im Prinzip dann auch dicht gemacht, weil im Prinzip die alte Uso gab es fast über, nee, es gab sie über 1000 Jahre, von einem 10.000-jährigen Akoniden ins Leben gerufen mit Tausenden von Erfahrung. Das heißt, die Uso hat in der alten Zeit schon mal 1000 Jahre Erfahrung und nochmal plus 800 Jahre Erfahrung der neuen Uso. Das heißt, so ein sang- und klangloses Übernehmen auf einem Uso-Schiff, was im Prinzip nochmal 20.000 Mal abgesichert sein müsste mit mehreren Kontracomputern, mehreren Stufen, bestimmten Mechanismen, die einfach so ein Übernehmen einer Person und sei es der Kommandant, dass sowas einfach abgefangen wird und dass sowas einfach so sang- und klanglos durchgeht, ist so vollkommen unglaubwürdig. Das ist eine Sache, die regt mich schon länger auf. Diese Darstellung von Geheimdiensten ist und in einer hochtechnologischen Umgebung, was natürlich so ein Science-Fiction-Roman, Perry Rhodan, wir leben im Jahr 5000 ist, das ist einfach nicht glaubwürdig. Und an der Stelle habt ihr mich leider verloren. So, also ich habe den Roman quer gelesen. Ein paar Sachen haben mir aber gut gefallen. Da komme ich zum Schluss noch drauf. Wir erzählen erstmal, worum es überhaupt geht. Das heißt, dieser persumische Mutant Sassebecker hat das Raumschiff übernommen, indem es den Kommandanten übernommen hat. Die Gegenwehr der Zentralbesatzung der Positronen, nein, das ist eher ein Mau. Das Einzige, was das Schiff so ein bisschen rettet, ist halt, dass der Kommandant Dan Gudani eine Art selber ein kleiner Mutant ist. Das heißt, er hat so die Fähigkeit des zweigleisigen Denkens. Ich sage jetzt nicht, von wem das geklaut ist. Aber an der Stelle hat man natürlich ein schönes Innenleben. Das heißt, der Kommandant ist auf der einen Seite besessen, das erinnert stark an so einen Donald Trump, von dem man nicht weiß, wer dem auf der Schulter hockt. Und im Prinzip vom Duktus her, von der Art und Weise her, ist das sehr, sehr identisch. Das heißt, diese Gesellschaft wird infiltriert, übernommen,
sagen und klanglos, einfach dadurch, dass man den Kopf, den Single Point of Failure dann quasi übernommen hat. Genau, an der Stelle, wie gesagt, das zweigleisige Denken. Wir erfahren viel einfach auch über, der Gudani ist ein Halb-Oxtoner, das heißt, wir erfahren etwas über Vater und Mutter. Mutter ist Oxtonerin, Vater ist halt, ich muss das raussuchen, vigorischer Lotse quasi. Das heißt, an der Stelle wurde quasi auch versucht, auf Oxton einfach nochmal einen Supermutanten oder besondere Fähigkeiten heranzuzüchten. Lässt dann auch schon mal so ein bisschen in die oxtonische Gesellschaft blicken. Fand ich an der Stelle spannend. Das erklärt natürlich auch so ein bisschen, warum Monkey so ist, wie Monkey ist, weil im Prinzip, die sind alle da. Die Umgebung ist sehr, sehr hart. Das Leben ist hart. Und das fährt natürlich auf die Bewohner ab. Die müssen sich da durchschlagen und das erklärt natürlich eine ganze Menge. Genau, an der Stelle, es gelingt dem Kommandanten Dan Gudani, den linearen Faden zu aktivieren. Das heißt, es wird eine Verbindung zwischen der Ratgeber Toston und der Mike Quinto geschlagen, also hergestellt. Das heißt, Monkey hat eine Chance, das Schiff zu verfolgen. Und er hat eine Möglichkeit, auf das Schiff zu gelangen. Und dabei nimmt er dann Zemina Part mit. Das Duo gab es schon im Vorgängerroman, hat mich damals auch noch nicht so ganz vom Hocker gehauen, lag aber mehr daran, dass die Darstellung des Monkey meiner Meinung nach ja nicht so ganz passend war. Ich begebe mich jetzt mal einfach auf sehr, sehr glattes Eis. Das Kieran Shitstorm, im Prinzip liegt es daran, wie Emotionslosigkeit dargestellt wird. Männer haben im Gegensatz zu Frauen so ein bisschen die Fähigkeit, Emotionen abzuschalten. Das heißt, man geht quasi in eine Situation rein, hat zwar irgendwie noch eine leise Stimme im Hintergrund, die so ein bisschen emotionale Sachen einem erzählt, aber man geht da quasi seinen Faden durch und macht sich dann später Gedanken, wenn man quasi die Emotionen wieder anschaltet. Frauen sind natürlich dann sehr, sehr viele sozialere Wesen, die im Prinzip diese emotionale Komponente permanent aktiviert haben. Einfach fürs Zusammenleben in engen Gruppen absolut notwendig. Und eine Stärke. Von daher war die Darstellung von Emotionslosigkeit an der Stelle halt nicht glaubwürdig, weil im Prinzip Monkey war alles andere als emotionslos. Es war so ein innerer Kampf gegen die Emotionen, die im Prinzip einfach in so einem, sagen wir mal, männlichen Gehirn einfach abgeschaltet ist. Das heißt, es ist belanglos, was die Emotionsteil einem erzählt. Im Prinzip, man agiert auf dem Planhirn durch die Weltgeschichte. War nicht so ganz passend, war ein netter Versuch, aber wie gesagt, halt dieses Zusammenspiel passt nicht ganz. Das passt hier an der Stelle bei Michael Markus Turner besser. Genau. Wobei an dieser Stelle halt, Monkey und Zemina Part kommen eigentlich viel zu spät. Die richtige Stelle wäre gewesen, wirklich direkt am Anfang des Zyklus, Band 3000, Zemina Part ist vorgestellt, sie zieht mit Perry Rodin und dem Nassadan los. An der Stelle hätte man gleich die Geschichte spalten können, sagen, okay, wir ziehen mit der Rastschubai halt Richtung Postbis los, dunkle Schwere, Fernreisen, Postbis, so ein bisschen die Dunkelwelten, das hätte eigentlich ganz gut gepasst, einfach so, so ein bisschen mehr auch Technologie zu zeigen. Und im Prinzip mit der Uso und dem Nassadan und Zemina Part hätte man natürlich dann komplett die Galaxis erstmal sichten können, gucken, wie reagiert dieses neue Umfeld, wie reagiert diese kairanische Gesellschaft halt, die jetzt dann wirklich quasi von den Kairanern übernommen worden ist. Wäre problemlos möglich gewesen. Das hätte an der Stelle schon mal gepasst. Gut, das ist, weil Lamentieren über verschüttete Milch komplett sinnlos. Es ist jetzt, wie es ist. Genau, und an dieser Stelle haben wir natürlich jetzt quasi so eine Art Schlüsselroman. Im Prinzip Sassebecker ist ein Agent der Kandidatin Fatum, also er ist quasi ein persönlicher Mutant. Und er versucht natürlich jetzt quasi die Position der Milchstraße an die Kandidatin weiterzugeben. Und damit steht natürlich dann, hat die Kandidatin wirklich einen Fuß in der
für der Milchstraße und uns ist allen klar, nachdem was im Sternengefährt passiert ist. Niemand will jetzt sehen, wie die Milchstraße von grauer Materie ausgefressen wird. Das ist die Gefahr, die dahinter steckt. Also es ist schon mal wirklich wieder ganz, ganz großer Klopfer. An der Stelle wird es dann spannend. Also im Prinzip, das ist natürlich so eine Sache, die stellt sich erst so gegen Ende heraus. Wenn einfach halt natürlich jetzt so die Ratgeber Tossan halt mit den Mutanten halt sich dann zur dunklen Schwere durchschlägt, also wirklich im zentralen schwarzen Loch der Galaxie M15. Wie gesagt, nur quer gelesen. Es gibt so ein paar Kollateralschäden auf dem Weg dahin. Und Monkey versucht natürlich halt dann, beziehungsweise der Kommandant versucht es natürlich mit seinem zweigleisigen Denken so in seinen Rahmen der Möglichkeiten zu sabotieren. Und Monkey entert das Schiff halt mit Seminapart und regelt das dann mit seinen Überrang kurz. Was wäre jetzt gewesen, wenn Monkey übernommen wäre? An der Story kommen wir wieder zum Anfang zurück. Das ist nicht so ganz glaubwürdig. Also wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen so die glaubhafte Darstellung von Geheimdiensten, von Querchecks, von Kontracomputern, von Vier-Augen-Prinzipien. Gibt es alles heutzutage schon. Ja, ist einfach eine organisatorische Schwäche, die mich schon aufregt seit Anfang der Expokratur. Das ist nicht glaubwürdig. Da muss man sich an der Stelle deutlich mehr mit Technologie beschäftigen, mit solchen Mechanismen beschäftigen. Da muss das Umfeld mit deutlich mehr Leben gefüllt werden. Nur eine gute Geschichte reicht da leider nicht. Genau. Also im Prinzip, die Sache ist natürlich super zyklusrelevant. Die Umsetzung des Autors, nein. Ja, es kann ja halt nicht immer klappen, dass man wirklich so hochverdichtete Geschichten schreibt, wo dann so eine Art Vorgurtsroman rauskommt. 4 von 5 Geschichten sind im Hyperraum ausgelagert. Das ist an dieser Stelle jetzt wirklich mal grundlegend schief gegangen. Zumindest für mich persönlich. Also, wem es gefällt, genießt es. Ich hoffe, der nächste Roman wird besser.